Also, wenn ein Stern einmal explodiert, wird er nicht wieder auferstehen. Und doch haben manche Sterne irgendwie eine Supernova überlebt. Solche Zombie-Sterne sind äußerst selten. Wissenschaftler fanden einen ziemlich großen. Er heißt LP40-365. Es ist ein zum Teil verbrannter weißer Zwerg. Ein weißer Zwerg ist ein Stern, der seinen gesamten Wasserstoff verbraucht hat. Der Wasserstoff war einst sein nuklearer Treibstoff. In diesem Fall war die finale Explosion vielleicht nicht so heftig und zu schwach, um den Stern komplett zu zerstören. Es ist, als wollte der Stern explodieren, hätte es aber nicht so richtig geschafft und ein Teil der Materie hat überlebt. Ein weiterer dieser Zombie-Sterne war ebenfalls ein weißer Zwerg oder nur die Überreste einer Explosion. Er schluckte zu viel Materie von anderen Sternen und schaffte es verblüffenderweise, nochmal zu explodieren. Solltest du einmal auf dem Mond stehen und frische Fußabdrücke finden, heißt das nicht, dass gerade jemand da war. Fußabdrücke sowie andere Spuren halten sich dort Millionen Jahre, weil der Mond keine Atmosphäre hat. Es gibt keinen Wind, nicht mal ein laues Lüftchen, das die Spuren erodieren könnte. Im Weltraum wärst du stark genug, um zwei Metallteile mit bloßen Händen zusammenzuschweißen. Okay, das hat nichts mit Kraft zu tun. Du kannst sie mühelos zusammendrücken und fertig. Der Sauerstoff in unserer Atmosphäre bildet eine Schicht auf der Metalloberfläche. Er wirkt wie eine Barriere. Dieser Trick funktioniert daher auf der Erde nicht. Im Weltraum schon. Im Weltraum ist es nicht empfehlenswert, den Raumanzug auszuziehen, solange du nicht in einem Raumschiff bist. Wer hätte es gedacht? Die Luft in deinen Lungen sowie deinem übrigen Körper würde sich ausdehnen. Du würdest wie ein Luftballon aussehen und doppelt so groß werden. Die gute Nachricht ist, deine Haut ist elastisch genug, um dich beieinander zu halten. Du würdest also nicht explodieren. Schwacher Trost. Wenn du im All einen herzzerreißenden Film schauen und weinen würdest, würden die Tränen nicht herunterrollen. Sie würden sich um dein Auge sammeln. Deine Augen würden austrocknen und fürchterlich brennen. Jede Flüssigkeit auf der Körperoberfläche, inklusive deiner Zunge, würde verdampfen. Apropos brennen, das kann Feuer im Weltall schon mal gar nicht. Feuer benötigt nämlich Sauerstoff und den gibt es im All nicht. Wenn in einer Rakete Feuer ausbricht, reicht es, die Belüftung auszuschalten. Schwieriger wird es, wenn es bei geringer Gravitation zu einer starken Rauchentwicklung oder metallschmelzenden Bedingungen kommt. Normale Schaumfeuerlöscher, wie wir sie auf der Erde verwenden, wären nutzlos, da der Schaum sich ziellos verteilen würde. Forscher arbeiten an einem Feuerlöscher auf Grundlage von Schallwellen. Je größer die Schallintensität ist, desto größere Flammen kann man löschen. Aber die Astronauten könnten taub werden, wenn die Frequenz zu hoch ist. Ein schwarzes Loch ist kein herumstreunendes, hungriges Monster, das so viel Schwerkraft ausübt, dass nichts entkommen kann. Wenn sich etwas dem sogenannten Ereignishorizont nähert, verschwindet es einfach. Es gibt keinen Weg zurück. Aber der Quantenphysik zufolge können Daten nicht einfach zerstört werden. Es ist also ein wahres Paradoxon. Stephen Hawking entwickelte die Idee, dass schwarze Löcher gar keinen richtigen Ereignishorizont haben. Vielleicht haben sie eher einen offensichtlichen Horizont, in dem Dinge nur zeitweise gefangen sind und irgendwann entkommt die gefangene Energie wieder, aber in einer anderen Form. Wenn etwas in ein schwarzes Loch fällt, verändert es seine Form und wird wie Spaghetti in die Länge gezogen. Der Grund dafür ist die Gravitationskraft, die ein Objekt zugleich in eine Richtung zieht und in der anderen zusammenquetscht. Ein Nudelparadoxon. Apropos, ein schwarzes Loch in der Größe eines Atoms hat eine Masse eines verdammt großen Berges. Im Zentrum der Milchstraße befindet sich übrigens eins. Es heißt Sagittarius A. Es hat eine Masse von Milliarden Sonnen. Zum Glück ist es weit weg. Rings um unseren Planeten schwirren über 23.000 Stücke sogenannten Weltraummülls in der Größe eines Gummiballs mit bis zu 28.000 km/h herum. Insgesamt sind es 500.000 Teile, wovon einige nur so groß wie eine Murmel sind. Weltraumabfall besteht aus Trümmern natürlicher Partikel namens Meteoroide sowie künstlichen Partikeln, die von der Erde stammen. Meteoroide umkreisen die Sonne, während der Großteil des von Menschen verursachten Mülls im Orbit unseres Planeten schwebt.
Wir haben weltweit fast 9000 Weltraumflugkörper von Satelliten bis zu Raumschiffen ins All geschossen. Selbst das winzigste Teil kann bei dieser Geschwindigkeit ein Raumschiff nachhaltig schädigen. Galaxien, Planeten, Kometen, Asteroiden, Sterne, Himmelskörper, all das können wir im Weltraum sehen. Aber sie alle zusammen machen nur 5% des gesamten Universums aus. Dunkle Materie, eines der größten Mysterien des Weltraums, ist der Name, den wir der bis dato für uns unsichtbaren Masse des Universums gegeben haben. Sie könnte 25% ausmachen. Dunkle Energie füllt die restlichen 70% des Universums. Wissenschaftler wissen nicht viel über sie, aber sie glauben, die dunkle Energie könnte hinter der beschleunigten Ausdehnung des Universums stecken, während die dunkle Materie sie vermutlich bremst. Soweit wir wissen, interagiert dunkle Materie weder mit uns noch mit sich selbst. Täte sie es, müssten wir Galaxien, Planeten und andere Objekte aus dunkler Materie finden. Astronomen haben das größte Loch im Universum entdeckt. Die Riesenleere erstreckt sich über 1 Milliarde Lichtjahre. Sie wurde versehentlich entdeckt, als ein Forscher sich langweilte und mal nachsehen wollte, was in Richtung der kalten Stelle so los war. Das ist eine Anomalie in der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, kurz CMB. Es ist ein schwaches Licht, das aus verschiedenen Richtungen auf unseren Planeten fällt und das Universum erfüllt. Es scheint seit fast 14 Milliarden Jahren als das Nachglühen des Urknalls durch das Universum. Doch statt des CMB entdeckte er eine riesige Region, die kälter als erwartet war. Sein Team verfolgte Funksignale, fand in diesem Bereich aber keine Funkquellen. Das bedeutet, dass es dort weder Galaxien noch Cluster und, weil es dort so kalt ist, auch keine dunkle Materie gibt. Oder normale Materie. Die Riesenleere ist einfach komplett leer und Forscher glauben, sie bestehe allein aus dunkler Energie. Licht kann sie übrigens durchdringen. Sie ist nicht der einzige leere Raum im Weltall, aber der größte bisher entdeckte. Die Zone um einen Stern ist bewohnbar, wenn es dort weder zu kalt noch zu heiß für flüssiges Wasser auf den umgebenden Planeten ist. Nehmen wir an, unser Planet wäre an Plutos Stelle. So weit von der Sonne entfernt wären unsere Ozeane und der Großteil unserer Atmosphäre tiefgefroren. Säße die Erde hingegen an Merkurs Platz, wären wir der Sonne zu nah und das ganze Wasser auf dem Planeten würde verdunsten. Eine solche bewohnbare Zone wird als habitable Zone bezeichnet. An der Position der Planeten kann man also abschätzen, ob es auf ihrer Oberfläche Leben geben könnte. Doch Europa, einer der Jupitermonde, hält sich nicht an diese Regel. Er befindet sich außerhalb der habitablen Zone und ist trotzdem warm. Aber nicht das Sonnenlicht, sondern Jupiter und seine Monde pumpen Energie in Europa. Europa verändert seine Form, während er um Jupiter kreist. Das ist ähnlich wie bei Ebbe und Flut. Das Wasser auf der Erde verändert in Abhängigkeit von der Gezeitenwirkung des Mondes seine Form. Wenn dasselbe mit einem festen Objekt passiert, entsteht Spannung. So erhält das Objekt Energie. Das ist wie beim Tennisspielen. Wenn du den Ball ein paar Mal vor dem Aufschlag auftrumpfst, wärmst du ihn auf. Du verformst den Ball bei jedem Aufprall. Die Oberfläche von Europa ist gefroren, aber es gibt Risse im Eis. Man erkennt die Kanten im Eis. Dann verschieben sich die Eisbrocken und frieren wieder zusammen. Dasselbe kann man im Winter im Arktischen Ozean beobachten. Ständig brechen Eisschollen und frieren wieder zusammen. Europa kann also nicht vollständig gefroren sein. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich ein flüssiger Ozean unter der eisigen Oberfläche befindet. Europa ist kein Einzelfall. Ein weiterer Jupitermond, Io, ist ebenfalls aufgrund von Gezeitenkräften warm. Auf ihm kommt es sogar zu Vulkanausbrüchen. Himmelskörper werden also nicht nur von Sternen erwärmt und mit Energie aufgeladen. Viele Experten sind sich einig, dass das Universum in ca. 3 bis 22 Milliarden Jahren auf sein Ende zusteuern wird. Es dehnt sich konstant aus, was bedeutet, es hatte einst einen kompakten Ursprung. Wenn es einen Anfang hatte, dann vermutlich auch ein Ende, aber tja, wir werden es nicht erleben. Eine beliebte Theorie geht davon aus, dass die Ausdehnung gedrosselt werden und die Schwerkraft das Universum wieder schrumpfen lassen wird. Das wiederum wird zu totalem Chaos führen. Galaxien, Sterne, Planeten, Himmelskörper, alles wird sich bewegen, kollidieren und
naja, sich gegenseitig zerstören. Im Prinzip wie ein umgekehrter Urknall. Riesiges Chaos, nur dass diesmal alles kollabiert. Okay, so lange bleiben wir aber auf der Sonnenseite des Lebens.